Ja. Hätte ich noch irgendwas aus dem Okkultismusclub holen sollen oder war das das aus dem goldenen Umschlag, das Ritual? Muss ich jetzt 5 Minuten Echtzeit warten? Was ist das für ein Geräusch? Und warum kümmert es sie gar nicht? Hä? Ist da jemand an der Tür? Ist das klug? Das Haar verbrennen. Ach komm, hier ist schön vor dem roten Vorhang. Na, dann mal los. Okay, jetzt muss ich noch die Kerzen auspusten. Und meine Augen schließen. So war das doch, ne? Und bis 100 zählen und dann. Tja, wer weiß, was dann ist. Erstmal ist schwarzer Bildschirm. Geräusch? Noch mehr Geräusch. Ja, Geräusch. Wer weiß, wo das herkommt? Spiel, darf ich auch wieder was machen? Die Kerzen. Ich glaube, ich sollte bis 100 zählen. 1, 2, 3, 4, 5. Wie jetzt erst? 28, 29, 30. Warum tue ich das eigentlich? Dieses dumme Spiel kann doch sowieso nie im Leben funktionieren. 55, 56, 57, 58. Ich frage mich, ob Mom sich wundert, wo ich bleibe. Was war das? 79, 80, 81. Wow. Das war die Tür, oder? Wo kommt all der Lärm her?
Ist da jemand? 97, 98, 99, 100. So, ich öffne jetzt meine Augen. Wo sind wir hier? Es hat funktioniert? Hat es funktioniert? Es hat funktioniert! Ich kann es nicht glauben! Das ist unglaublich! Aber wo bin ich? Es ist ein Flur, ein Gang? Es ist auf jeden Fall nicht die Schule. Das ist unglaublich! Wie konnte das nur funktionieren? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich war im Klassenraum noch vor einer Minute. Bin ich verrückt geworden? Das ist so aufregend. Ich kann nicht glauben, dass es funktioniert hat. Wenn ich aufwache und alles nur ein Traum war, dann, nun, das wäre sehr enttäuschend. Um es mal so zu sagen. Okay, ich muss den Ort hier auf jeden Fall auschecken. Merkwürdigen Ort. Eine Tür. Was ist in die andere Richtung? Eine Treppe. Und Rohre. Ja. Ah. Tür mit einem merkwürdigen Muster. Ist verschlossen. Ich hab euch gesehen, ihr kleinen roten Äuglein. Was ist das da für eine Tür, okay? Ihr, was ist das? Eine ganz normal aussehende Tür. Ist verschlossen. Und was ist das? Eine schwarze Substanz tropft von hier runter. Wo kommt das Zeug überhaupt her? Eine kleine Tür mit einem merkwürdigen Muster ist verschlossen. Eine schwarze Substanz tropft von oben runter. Was auch immer es ist, es sieht widerlich aus. Eine Tür mit einem merkwürdigen Muster. Ist sehr gut verschlossen. Sinnlose Rohre sind hier überall verteilt. Sie sind warm, wenn man sie anfasst. Ist das eine Art von Heizung? Warte mal, ich bin im Kreis gelaufen. Okay, also sind da jetzt nur noch zwei Türen, die ich noch nicht ausprobiert habe. Diese hier. Eine Tür mit einem merkwürdigen Muster. Ist verschlossen. Hier ist die verrammelte Tür. War hier nicht noch? Die hier war hier noch, genau. Eine Tür mit einem glänzenden Finish. Ist verschlossen. Okay, alle Türen sind verschlossen. Gut, dazu sagen wir jetzt schon gar nichts mehr. Nein, ich will die Treppe hoch. In my head. Achso, für die Tische. Ja, und dann Fragezeichen. Erkunde den merkwürdigen Ort. Ja, das habe ich. Kann ich den Schlüssel hier benutzen? Diese Tür hat kein Schlüsselloch.
noch. Die da hat aber ein Schlüsselloch. Aber der Schlüssel passt hier nicht. Kann ich das Zeug anzünden? Warte mal, nee, ich muss mehr. Wobei, nee. Dachte gerade, ich muss mehr drüben stehen, aber nein. Ja. Das ist merkwürdig. Bin ich wirklich schon überall lang gegangen? Bist du? Bin ich? Es muss hier noch irgendwas geben, das ich übersehen habe. Da arbeite ich ja gerade dran. Kein Schlüsselloch. Kann ich das hier anzünden? Nein. Okay. Ist denn hier was Neues? Nein. Kann ich das hier wegbrennen? Ich glaube, ich könnte diese Bretter verbrennen. Aber ob das so gut ist? Bedenke, unsere Aktionen haben Konsequenzen. Ah, das bringt nichts. Mir geht ja Sprit aus, bevor ich sie auch nur aufgewärmt habe. Und mit der Schere lösen? Ja, Rune. Schlüsselloch. Nein, nein, nein. Hätte die Treppe nicht schon längst kommen müssen? Irgendwas hat sich geändert. Die Treppe hätte schon längst kommen müssen. Aber schon längst, längst. Und wenn ich zurückgehe? Habe ich mich verlaufen? Ich erinnere mich nicht daran, dass dieser Gang so lang war. Ein Schlüssel. Hier hängt ein Schlüssel an einem Haken. Nehmen? Nein. Wobei, der könnte eine Tür öffnen. Okay, ich muss ihn nehmen. Ich sehe schon. Ein ganz normal aussehender Schlüssel. Wir hatten nur eine Tür mit Schlüsselloch. War es das eigentlich nicht? Aber wer weiß. Der Schlüssel sieht ja auch ganz normal aus. Boah. Kann ja eigentlich nur hier passen. Weil alle anderen kein Schlüsselloch haben. Ja. Cat? Der Schlüssel passt. Was ist das? Ich bin wieder in der Schule? Das glaube ich irgendwie nicht. Ein Papierstreifen mit einigen Regeln und Regulationen. Nicht im Flur ran. Rennen. Keine Schreie während des Rezess. Kein Entkommen. Niemals. Klassenraum 4a. Hä, aber das ist gar keine Tür. Klassenraum 56w. Boah. Lass uns etwas Spaß haben, ja? Bespaße mich noch ein bisschen. Und im Austausch dafür bekommst du nichts. Hi.
Weißt du überhaupt, wo du bist? Du hast die einen Weg. Also, du hast den. Die Einwegstraße Richtung Hölle genommen, Kindchen. Ach, hier steht niemand. Schade. Ich dachte schon, der Flur hört nicht mehr auf. So weit hast du nicht gedacht? Nun kannst du immerhin beweisen, dass diese Rituale funktionieren. Du hast keine Möglichkeit, zurückzugehen. Jetzt, wo du beweisen kannst, dass diese Rituale funktionieren, hast du keine Möglichkeit, zurückzugehen, um es irgendjemandem zu erzählen. Das Wissen wird mit dir sterben. Aha. Aber wär's denn nicht, Satanzahn, wär's denn nicht sinnvoll, wenn du mich zurückgehen lässt, um erstmal allen zu sagen, dass es funktioniert? Dann machen das noch mehr. Ich sag denen auch, dass es hier ganz so lustig ist. Dann kommt er nie wieder. Hast du dich verlaufen? Nein. Nein. Nein? Niemals. Ich würde doch nie... Du solltest aufgeben. Du wirst diesen Ort niemals verlassen. Aber... Ich würde aber so gerne. Ich meine... Hi. Hallo. Ihr erinnert mich so ein bisschen an die Affen aus Prinzessin Mononoke. Deine Mutter wird am Boden zerstört sein, wenn sie erfährt, dass sie jetzt völlig allein ist. Kein Ehemann, keine Tochter. Oh, ihn finden. Ihren Vater vielleicht? Ist der gestorben? Würde ja dann Sinn machen. Jeder hat sie verlassen. Was für eine Schande. Wir machen das also, um unseren Vater zu finden. Du konntest deinem Vater damals nicht auf Wiedersehen sagen. Und jetzt gehst du zur Hölle, ohne dass du deiner Mutter das sagen kannst. Was, wenn ich dir sagen würde, dass jemand, den du kennst, mit dir zusammen hier ist? Würdest du Hoffnung schöpfen? Erleichterung? Sind da Räume? Ich weiß, was du denkst. Dann kann ich mit ihnen entkommen. Aber diese Rituale haben keinen Weg zurück. Dafür wurden sie nicht gemacht. Achso, da sind keine Türen. Der Boden sieht einfach nur anders aus. Okay. Nach alledem? Warum sollte man seinem Opfer einen Ausweg geben? Wobei, ihr werdet doch nicht einfach durchs Fenster springen, oder? Ich schmecke gar nicht. Und hier bist du, arme kleine Labormaus, gefangen im Labyrinth. Du hast nur so viel Zeit, wie ich dir gebe, bis ich beschließe, dass die Zeit des Spielens vorbei ist. Und dann... Bam. Ich weiß, Snap heißt nicht Bam, aber das passt jetzt gerade irgendwie besser. Ach ja, ich kann ja rennen. Wobei, warum sollte ich? Noch habe ich keinen Grund zu rennen. Naja, vielleicht schon.
Wie würdest du gern hier drin gefangen bleiben, bis du stirbst? Haben wir den Zettel gerade mitgenommen? Aber ich habe doch hier eine Protective Rune. Gefällt es dir? Ich glaube, es ist genau das, was du brauchst. Achso, ich bin eh gefangen. Okay. Vielleicht wirst du jetzt die Dummheiten deiner Aktionen reflektieren. In der Zwischenzeit werde ich einfach zusehen, wie du verrottest. Hör auf! Das ist genug! Wer auch immer du bist, geh raus aus meinem Kopf! Das ist meine Sache, meine Entscheidung. Sie gehören nur mir. Lass mich hier raus. Ich weiß, dass es einen Weg raus gibt. Es muss einen geben. Bitte. Es muss einen Weg geben. Ich will nach Hause. Wow. Ich bin raus. Aber ich bin immer noch in diesem Gang. Ich mag das hier nicht. Ich muss raus hier. Escape this cursed place. Ja. Aber wie? Wahrscheinlich durch die Feentür. Die Tür da oben, ist die noch da? Wahrscheinlich. Oh nein, sie ist weg. Hier ist nichts. Naja, außer dieses Glibberzeug. Was auch immer dieses Glibberzeug ist, wir wollen es nicht wissen. Okay, ist auch immer noch zu anscheinend. Wie, dazu sagst du nichts? Die war vorher vernagelt. Die Tür ist offen. War sie nicht vernagelt? Alles andere hier ist verschlossen. Ich habe also keine andere Chance, als da durchzugehen. Oh, da ist Blut. Boah. Jaha. Blut. 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 Oh, das Ponytail-Mädchen. Eine kopflose Leiche. Das kann nicht sein. Wie ist das möglich? Ich habe sie doch noch vor kurzem gesehen. Ich verstehe das nicht. Vor allem, da wir das Ritual durchgeführt haben. Wir hätten wahrscheinlich auch das Haar von denen nehmen können, irgendwie, aber wir haben ja unser eigenes Haar auch noch genommen. Wieso liegt sie hier also tot und sie auch? Eine blutige Leiche. Oh nein, 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 nein. Oh mein Gott. Das kann nicht real sein. Das ist nicht real. Richtig? Immer mehr Blut. Eine blutige Leiche. Die untere Hälfte fehlt. Das ist mein Fehler. Blutlachen. Exit. Na, als ob. Achso, da geht's gar nicht weiter. Achso, da geht's nach links und rechts auch nicht weiter. Gut. Eine willkommene Tür. Sie ist verschlossen. Ich muss hier raus.
Sie hat kein Schlüsselloch, aber vielleicht. Unglücklicherweise hat die Tür kein Schlüsselloch. Aha. Die Tür. Ich kann gehen? Ich kann nach Hause? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass sie nach Hause kann, so wie sie guckt. Ja. Ja, Spiel, sie guckt entsetzt, wir sehen es alle. Spiel? Spiel, Spiel. Hast du dich etwa aufgehangen? Nein. Gut. Ich nehme an, da kommt nichts mehr. Spiel. Ich will nicht sterben. Verdammt, ich dachte, da kommt nichts mehr. Das klang nicht gesund. Das klingt überhaupt nicht gesund. Ja, das war dann wohl Project Cat, aber wir schauen noch mal ganz kurz beim Anfang rein. Weil ich wissen möchte, ob man da vielleicht auch einfach die Blumen, also die eine Blume nicht aufheben. Und dann ist aber die Frage, was ich da dann eben machen muss. Ja, danke fürs Spielen. Soll ich da raufklicken? Macht eigentlich keinen Sinn. Ah. Notiz der Entwickler. Wir appreciaten wirklich, dass du dir die Zeit genommen hast, unser kleines Spiel zu spielen. Das bedeutet uns sehr viel. Was du gespielt hast, ist der Prolog eines größeren Spiels, an dem wir gerade arbeiten. Ich will es wissen. Ich will es sehen. Ich will es haben. Wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn wir es ins Leben rufen könnten. Aber das hängt natürlich auch vom Feedback für Project Cat ab. Ich weiß, es ist nervig zu fragen, aber es würde uns helfen, wenn du uns einen Kommentar oder eine Bewertung auf Itch.io dalassen würdest. Ja, vielen Dank. Gut, werde ich tun. Continue? Nein, wir machen mal New Game. Und schauen nochmal am Anfang rein. Ob wir da nicht noch irgendwas anders machen können und sich dann was ändert. Na, jetzt muss ich erst wieder ewig warten, okay. Dann warte ich halt. Ich habe so das Gefühl, dass das Spiel bei mir länger braucht, als es eigentlich sollte mit bestimmten Sachen, oder? Na komm, sag mir, wie ich laufe. Ich hab's ja nur gerade gespielt. Hab das schon wieder vergessen. Na los, Spiel. Lass mich laufen. Bitte. Ich will doch nur noch mal zu dem Haus. Spiel.
Ich meine, das Vogelgezwitscher ist schön, ja. Auch die Bäume sind schön, aber schön ist auch, wenn ich laufen darf. Danke. So, ein Tor, ja. Mhm. Öffnen mit Z. Eine Blume. Na, ni, na, na. Ja, eine weiße Blume, aber die heben wir nicht auf. Die lassen wir liegen. Und ein Haus. Ist irgendwie verschlossen. Und das Gemeine ist, das Ding sagt einem auch noch, ne, mach Blume Vase. Eine große Blumenvase mit einer weißen Blume darin. Eine große Blumenvase. Eine große Blumenvase. Eine große Blumenvase. Im Gegensatz zu den anderen hat diese hier keine Blume. Blume rausnehmen? Ja. Vielleicht müssen nämlich alle Lichter rot statt grün. Ich will die Blume nicht zurückpacken, danke. Ja. Nein. Ja. Und nein. Aha. Eine Tür mit vier farbigen Lichtern. Ja. Pummtot. Oh, die Tür ist offen. Ja, geh rein. Bitte. Faszinierend. Du hast das Gegenteil von dem getan, was ich erwartet habe. Eine erleuchtende Überraschung. Woher wusstest du es, frage ich mich. Vielleicht bist du anders. Oder vielleicht hast du geschummelt. Wie komisch. Egal, ich rate dir nicht, mit den Dingen rumzuspielen, die dir nicht gehören. Das ist kein dummes Spiel. Es ist nicht sicher für dich. Wie du bereits weißt, ist dieser Ort... Dinge sind nicht so, wie sie scheinen. Ah, okay, das... Die Antworten, nach denen du suchst, gehören nicht dir. Du bist noch nicht bereit, die Wahrheit zu erfahren. Aber das ist auch das, was er uns auch am Anfang erzählt hat, nur ein bisschen freundlicher, oder? Und die Wahrheit will nicht von dir erfahren werden. Ich kann dich nicht aufhalten. Sei dir einfach nur im Klaren darüber, was du tust. Du wirst getötet. So ist das nun mal in unserer Welt. Okay, ich dachte, wir können reingehen, aber das können wir nicht. Das war also Project Cat und ich will unbedingt die Vollversion spielen. Also wirklich unbedingt. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play wieder. Bis dahin. Ciao.